We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. It is a big idea, a new world order, a world in which there is the very real prospect of a new world order. After 1989, President Bush kept said, and it's a phrase that I often use myself, that we needed a new world order. We've got to give them a stake in creating the kind of world order that I think all of us would like to see. The pieces are in flux. Soon they will settle again. Before they do, let us reorder this world around us. The affirmative task we have now is to actually create a new world order. Never before has a new world order had to be assembled from so many different perceptions or on so global a scale. Nor has any previous order had to combine the attributes of the historic balance of power system with global democratic opinion and the exploding technology of the contemporary period. So that the problem of the Bush presidency will be the emergence of a new international order. Within the next 4 years, we will see the emergence of a new international order. The beginning of a new international order. There's a need for a new world order, but it has different characteristics in different parts of the world. I think its task will be to develop an overall strategy for America in this period when really a new world order can be created. It's a great opportunity. It isn't such a crisis. So I see a world order in the future with a multipolar world order. I think a new world order is emerging, and with it the foundations of a new and progressive era of international cooperation. But in a globalized economy, we are going to have to take global responsibilities, and there is going to have to be some semblance of global governance. Good evening, everybody. President Obama and British Prime Minister Gordon today calling for a new world order to tackle our global economic crisis. Ja, und diese ökonomische Krise ist eine von vielen Effekten, die aus der aktuellen Corona-Krise entstehen. Sämtliche Zitate, die hier von Politikern gezeigt wurden, erklären uns, dass wir eines Tages eine Weltregierung haben werden. Entweder durch Zustimmung oder durch Eroberung. Aktuell läuft sie durch Zustimmung, doch dazu kommen wir etwas später. Zuerst einmal möchte ich meiner Berufsordnung entsprechend Punkt 6 zitieren. In der Prävention vermittelt der Physiotherapeut Einsicht in die Funktionszusammenhänge des Organismus, Kenntnisse über gesundheitsgefährdende Einflüsse und Verhaltensweisen und Programme zu gesundheitsbewusstem Arbeits- und Freizeitverhalten. Physiotherapeutische Prävention fördert darüber hinaus die Selbstregulation und aktiviert die Selbstheilungskräfte des Organismus. Zitat Ende. Und genau das werde ich hier jetzt ganz kurz und knapp, aber grundlegend tun. Einsicht in die Funktionszusammenhänge des Organismus liefert Dr. Stefan Lanker, der zuletzt nicht nur eine Wette gewann, sondern auch einen Fall bei Gericht. Im Masernvirus-Prozess von Dr. Stefan Lanker wurde die wissenschaftliche Tatsache festgestellt und mit Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart am 16. Februar 2016 dokumentiert, dass diejenige Publikation aus dem Jahr 1954, die der gesamten Virologie zugrunde liegt, kein Beweis für die Existenz eines Virus darstellt. Wiederhole, kein Beweis für die Existenz eines Virus darstellt. Bis heute gibt es keinen direkten Nachweis für Viren. Die schulmedizinischen sogenannten Virusnachweise sind allesamt nur indirekte Tests. Man testet auf die sogenannten Antikörper, doch dadurch ist noch lange nicht ein spezielles Virus bewiesen.
Diese Tests sind weiterhin nämlich nicht geeicht, denn dazu bräuchte man erst einmal das isolierte Virus. Der Nachweis, dass Viren Krankheiten verursachen, steht ebenfalls noch aus. Infektionstheorie ist genauso eine Theorie wie Evolutionstheorie. Bis heute ist es Theorie geblieben und in der Praxis nicht nachgewiesen worden. In dem hier gezeigten Video erklärt der Biologe und Virologe Dr. Stefan Lanker am Beispiel der Schweinegrippe, wie Bakterien wirken, und zeigt im weiteren Verlauf auch auf, wie sich das bei den Viren verhält. In diesem Video geht es praktisch um die Impfgeschichte von Louis Pasteur und Robert Koch bis heute. Das RKI ist heutzutage täglich in den Medien präsent und von daher denke ich, dass das sehr interessant ist. Nachlesen kann man all diese Zusammenhänge auf dieser Webseite, auf der ich hier mal speziell das vierte biologische Naturgesetz zeige, welches nun mal von den Mikroorganismen handelt. Mikroorganismen wie Pilze, Bakterien und Viren sind körpereigene Substanzen, die vom Körper selbst produziert werden. Sie übernehmen wichtige Funktionen im menschlichen Körper, indem sie zum Beispiel die Verdauung gewährleisten und für das Recycling alter und abgestorbener Zellen oder Zellbestandteile zuständig sind. Also, ganz kurz und knapp, es ist bis heute nicht bewiesen worden, dass Viren und Bakterien in der Lage sind, Krankheiten zu verursachen. Weil man es auch nicht vorstellen konnte, dass die ganze Welt hier bei mitmacht. Und dann habe ich recherchiert, bin in die Infektionsgeschichte, in die Infektionstheorie eingestiegen und habe erkannt, dass das alles falsch ist, dass es aus einem Irrtum hervorgegangen ist, der zum Betrug wurde, zum politischen Betrug, schon unter Otto von Bismarck, ganz eindeutig nachweisbar und nachvollziehbar, der dann nach dem Zweiten Weltkrieg aufgegeben worden ist, von den Amerikanern wieder aufgenommen worden ist, um Angst zu erzeugen und Bevölkerungskontrolle betreiben zu können, Ich erzähle die Geschichte, wie sich's entwickelt hat, damit Sie nachvollziehen können, wie sich aus einem Irrtum ein Betrug, aus einem Betrug ein Verbrechen und in der Industrialisierung dieses Verbrechens dieser Wahnsinn entwickelt hat, der uns alle, die gesamte Menschheit, bedroht. Jeden Einzelnen. Hey, what's up, YouTube? It's Richie from Boston. Today is the 25th of March in the year 2020 and I am in another state, and there we go. I am joined once again by Dr. Andrew Kaufman. Dr. Kaufman, thank you so very much for making the time to come back and talk to people, because people have so many questions, and your opinion matters more than anyone I can think of right now. So, well, that's very kind of you to say, and it's really, you know, I enjoyed the first time, and I've got important information to talk about, so I'm really pleased to have this opportunity. No problem. The links that you sent me are staggering. It is amazing how mainstream is suddenly somehow flipping the switch. But before I forget, right off the bat, I've been telling people that according to peer-reviewed paperwork from the medical community that go back all the way to Louis Pasteur, I believe, a virus has never actually been proven to kill anyone. Is that correct in your medical opinion? Well, I would take that a step further. A virus has never been proven to exist that causes disease. So if it doesn't exist, it certainly cannot kill anyone. Okay, now there's that. I already knew that, but I just wanted to have you reiterate it as simply as possible. The second one is, if everything you just said and everything the scientific and medical community know is true, then how could this thing be transported through the air? Well, I don't believe that it can be. And I mean, dude, have you seen how the social distancing is? I've got people that are, their work will fire them if they are more than 6 feet close to each other. They have to maintain 6 feet apart. This is insanity on steroids.
Yes, absolutely. And there's people going beyond that, having checkpoints and monitoring people's vital signs and all kinds of stuff. I mean, there's so much fear in the air that people just don't know what to do, and they'll just do just about anything. You know, people do not want to take cash from you. They think that they're going to get it from the bills. You know, every cashier that I've been near lately has been wearing gloves, some of them masks as well, even makeshift masks. I mean, it's like, you know, a few years ago, you were seeing all those pictures of people in China wearing masks because of the air pollution. And I was thinking to myself, that's got to be a horrible type of existence. And now that's the reality that I'm living. Diesen Teil des Videos abschließend möchte ich euch hier noch einen Newsletter zeigen, der mich am 5. April 2020 erreicht hat. Haltet das Video kurz an, um ihn zu lesen. Und zwar richtig zu lesen. Und zwar so lange, bis du wirklich begriffen hast, was dort geschrieben steht, sodass du es auch in eigenen Worten jemand anderem erklären kannst. Wissen ist Macht, nichts Wissen ist Machtlosigkeit. Und nur die Wahrheit macht frei. Kurz zu mir selbst. Ich habe vor jetzt rund 20 Jahren damit angefangen, einen E-Mail-Verteiler zu betreiben. Damals, als die Börsenblase platzte, wurde mir nämlich das Problem mit unserem Geldsystem bewusst und ich fing an, via Mail meine Freunde und Studienkollegen zu informieren. Im weiteren Verlauf der Zeit kamen Themen wie der Staat und fehlende Friedensverträge dazu. Und dann fing ich eine Physio-Ausbildung an und medizinische Themen kamen hinzu. Und seit nun ziemlich genau 4,5 Jahren kamen die biblischen Zusammenhänge hinzu. Was ich damit aussagen will, ist erstens, man braucht mir nicht damit kommen, dass wir uns entnazifizieren müssten. Zweitens, man braucht mir nicht damit kommen, dass wir unsere Gemeinden reaktivieren müssen oder einen Friedensvertrag brauchen. Drittens, man braucht mir auch nicht mit Handelsrecht zu kommen und zu erzählen, dass man aus dem Vertrag raus müsse. Viertens, mit sogenanntem Menschenrecht oder Naturrecht braucht man mir auch nicht zu kommen. Das ist nämlich insofern alles Quatsch bzw. eine Nebelkerze, als dass die hier und heute laufende Agenda auf einem völlig anderen Level abläuft. Und deswegen funktionieren alle eben genannten sogenannten Lösungen eben nicht, denn sie sind keine Lösungen. Weiterhin will ich damit aussagen, dass ich seit 20 Jahren gewohnt bin, die Dinge via Mailverteiler zu kommunizieren. Das kann ich, glaube ich, mittlerweile ziemlich gut und außerdem geht es schnell und einfach. Dahingegen ist es für mich sehr zeitaufwendig und umständlich, ein Video zu produzieren, zumal ich in einer 40-Stunden-Woche feststecke. In gewisser Weise ist es mir regelrecht zuwider, dieses Video zu machen. Im Folgenden mache ich es mir daher etwas einfacher, als dass ich die Mails vorlese, die ich in der letzten Zeit geschrieben habe, und für die korrekte Chronologie der Dinge blende ich die entsprechenden Daten ein, an denen ich die Texte geschrieben habe. Doch vorher habe ich einen Musikclip für die Leute, die dauerhaft schweigen und alles während der letzten 20 Jahre ignoriert haben, was man ihnen gesagt und geschrieben hat. Und der Clip ist für die angeblich aufgeklärten bzw. aufgewachten Patrioten, denen man die biblischen Zusammenhänge und unsere Identität seit, wie gesagt, nunmehr 4,5 Jahren mitgeteilt hat. Doch offensichtlich fielen meine Worte wie stumme Regentropfen und hallten in den Brunnen des Schweigens wieder. When my eyes were stained by the flash of
like a cancer. Ob es nun Viren gibt oder nicht gibt, ist mittlerweile irrelevant geworden. Wir sind mit der Agenda doch schon sehr viel weiter. Desinfektionsmittel waren beim letzten Besuch im Supermarkt ausverkauft. Ein Schild besagte, die nächste Lieferung käme erst am 4. März. Wir sind alle Teilnehmer eines Beta-Tests. Oder anders, es läuft die Generalprobe. Die Leute glauben, es gäbe diesen Virus. Deshalb kaufen sie Desinfektionsmittel. Angst ist ein Machtinstrument und die Psychologie der Massen lange bekannt. Ein unter Gedankenkontrolle bzw. TV-induzierter Massenhypnose stehender Arbeitskollege ist am Ende letzter Woche aus Sicherheitsgründen nicht zur Arbeit gekommen. Er wolle sich keinen Virus einfangen, war seine Begründung. Nicht die Tatsachen um existierende oder nicht existierende Viren sind grundlegend für seine Entscheidung, sondern sein Glaube. Und dieser Glaube ist für alle seine Arbeitskollegen zur Realität geworden, weil sie seine Arbeit miterledigen mussten. Der Virus ist somit ebenfalls zur Realität geworden. Der Supermarkt und der Arbeitskollege. Zwei alltägliche Beispiele, an denen deutlich wird, wie und auf welche Weise dieser Virus existiert oder nicht existiert. Und er existiert auf jeden Fall im Kopf der Menschen in obigen Beispielen. Und in der Realität der Kollegen auf der Arbeit, denn sie mussten mehr arbeiten und bekamen so seinen Glauben zu spüren. In der Tat. Auf diese Weise kommen die Einschläge für alle immer und immer näher. Wenn sich nun jemand zum Beispiel gerade eine Schürfwunde zugezogen hat und anschließend in den Schlamm gefallen ist und er diese Wunde nun desinfizieren möchte, dann kann er kein Desinfektionsmittel kaufen, weil da in der künstlich entstandenen Realität eben doch ein Coronavirus existiert. Verstehst du, worauf das alles hier hinausläuft? Es gibt keinen Coronavirus? Nun, von mir aus denkt sich der Teufel, doch es gibt auch kein Desinfektionsmittel zum Desinfizieren der Wunde mehr und du bekommst eine Blutvergiftung, weil es den Coronavirus nämlich doch gibt und die leeren Regale sind der Beweis dafür. Wie gesagt, du bist Teilnehmer an einer Generalprobe, ein unfreiwilliger Beta-Tester, wenn man so will. Und nächstes Mal fehlt kein Desinfektionsmittel mehr, sondern die Lebensmittel und der Strom. Und der Vater der Lüge reibt sich genüsslich die Hände. Die Frage, ob es wissenschaftlich gesehen Viren gibt oder nicht gibt, ist völlig egal bezogen darauf, was aus unser aller Leben gerade gemacht wird. Die Frage, ob es der Vernunft, dem Verstand oder der Logik und den wissenschaftlichen Tatsachen entspricht, dass drei Hochhäuser einfallen, weil zwei Flugzeuge reinfliegen und ein Dialysepatient in Afghanistan dafür verantwortlich ist, der mittlerweile 9-mal gestorben ist, ist ebenso irrelevant. Fakt ist, es gibt jetzt einen Krieg gegen den Terror. Und genauso gibt es jetzt auch einen Krieg gegen Viren. Die Transformation der Gesellschaft ist in vollem Gange. Indem man auf YouTube die Disclaimer zu Wikipedia-Einträgen bei Videos zu Coronavirus, 9/11
oder flache Erde platziert, bringt man all diese Themen und Aufklärungskanäle in ein und dieselbe Schublade hinein. Jeder, der zu diesen Themen nicht konform mit der künstlich hergestellten Massenmeinung geht, der wird geächtet werden. Es droht die Verbannung oder die Verweisung. Wer waren eigentlich diejenigen, die damals diese Verbannungen ausgesprochen haben und die hohen Positionen innehatten? Und wer sind diejenigen, die heutzutage die hohen Positionen innehaben und die Massenmedien und die Regierungen ihr Eigentum nennen? Wer sind die Strippenzieher? Eine Frage, die bei der Corona-Berichterstattung so ziemlich unerwähnt bleibt, oder? Im Mittelalter aufgrund von Ächtung und Verweisung außerhalb der Stadt in den Wäldern leben zu müssen, bedeutete damals oft das Todesurteil. Gesellschaftliche Ächtung für Leute, die über Coronavirus, 9/11 oder flache Erde berichten, ist heutzutage so ziemlich genau dasselbe. Und mit dem Gott der Bibel fange erst gar nicht an. Der Vater der Lüge reibt sich erneut die Hände. Zwangsimpfungen kommen einem natürlich sofort in den Sinn. Und wenn nur genügend Menschen an einen ansteckenden Coronavirus glauben, dann gibt es ihn in deiner Realität insofern tatsächlich, als dass du zum Beispiel nicht zur Arbeit im Büro erscheinen darfst, wenn du nicht geimpft bist. Oder deine Kinder nicht in Kindergarten oder Schule gehen dürfen, wenn sie nicht geimpft sind. Oder du nicht in den Supermarkt zum Lebensmitteleinkauf hineingelassen wirst, wenn du nicht geimpft bist. In den USA wurden Körperscanner entwickelt, die praktisch wie eine Radarkontrolle funktionieren. Man kann aus der Ferne auslesen, ob jemand geimpft ist oder eben nicht. Also, lasse dich impfen oder werde geächtet und verbannt. Deine Wahl. Und ganz ähnlich wird es auch schon gemacht. Die entsprechende Schlagzeile ist hier. New York verbannt alle ungeimpften Kinder von öffentlichen Plätzen. Kriegsrecht auszurufen oder sogar eine Quarantäne auszurufen, sind Mittel des Vaterstaates, die in solchen Fällen erlaubt sind. Zuletzt hat man über 50 Millionen Menschen in China, Wuhan, unter Quarantäne gestellt. Das ist fast die gesamte BRD. Wohlgemerkt, es kommt dabei nicht darauf an, ob es eine solche Seuche überhaupt wirklich gibt, sondern es kommt darauf an, dass die Menschenmassen glauben, es gäbe sie. Denn dann gibt es sie auch, in gewisser Weise jedenfalls. Frag mal einen Chinesen in Wuhan. Du hast dann nämlich Ausgangssperre. Die Autoritäten haben es so verfügt. Die Polizei oder sogar das Militär steht mit gezogener Knarre draußen auf der Straße und schießt jeden über den Haufen, der sich draußen blicken lässt. Systemkritiker und Dissidenten werden von Männern in schwarzen Anzügen abgeholt und in Lager gebracht. Siehst du, wie irrelevant es ist, ob es nun Viren gibt oder nicht gibt? Fakt ist, du bleibst zu Hause. Fakt ist, du kommst ins Arbeitslager. Vater Staat hat es gesagt. Du sollst niemanden Vater nennen, außer den im Himmel, sagte Maya einer. Erfasse das grundlegend. Donald Trump fällt dabei den Völkern und auch den Aufklärern unter den Völkern gleich zweifach in den Rücken. Durch Trump wurde der Begriff Fake News in diese Realität gebracht. Erstens zersplitterte er dadurch das Volk von seinen Aufklärern und zweitens werden nun YouTube-Videos mit Disclaimern über Coronavirus, 9/11 und flache Erde ebenso als Fake News klassifiziert und unter Zensur gestellt. Ebenso Webseiten, Blogs etc. Auch sie werden geächtet, verbannt, gelöscht und des Platzes verwiesen. Die durch den Make Great Again-Präsidenten Trump initiierte YouTube-Purge seit 2017 wird erst noch richtig Fahrt aufnehmen. Dann werden gute Informationen sogar gut wie gar nicht mehr auffindbar sein. Zu Trump ist doch während der letzten Zeit Folgendes ganz witzig zu beobachten gewesen in der Aufklärungsszene. Trotz dessen, dass in diesen Kreisen das Sprichwort gilt, wenn Wahlen etwas bewirken würden, dann wären sie schon lange verboten, halten sie im Falle von Trump diese Regel nun scheinbar für aufgehoben. Welch Ironie. Und welch ein Trugschluss. Das gleiche gilt natürlich für das Phänomen Q. Die Menschen, die ihre Augen und ihre Hoffnung immer noch auf Trump und Q und auf die Politikbox richten, sind leider tief in der Politikreligion gefangen. Was zum Beispiel durch ihre regelmäßigen Glaubensbekenntnisse an Schauspieler und Multimilliardär Trump deutlich wird. Diese Aufklärer sehen eben Donald Trump und oder Q als ihren Erlöser an.
Das ist nun mal ihr Glaube und den soll man den Leuten ja angeblich lassen. Jedenfalls hat Trump vor laufenden Kameras gesagt, take the shot, also lasse dich impfen. Er ist ein bezahlter Systemlink, der die Agenda in großen Schritten voranbringt. They have to get the shot. The vaccinations are so important. This is really going around now. They have to get their shots. Die hegelische Dialektik besagt Problem, Reaktion, Lösung. Oder These, Antithese, Synthese. Also, nicht das Virus ist gefährlich, sondern die Lösung in Form der Eliminierung des Virus ist gefährlich, welche die Regierung und die Massenmedien uns präsentieren werden, nachdem sie das Problem selbst überhaupt erst in die Welt gesetzt haben. Die sogenannte Lösung könnten also einerseits die oben angedeuteten Zwangsimpfungen sein, doch es könnte andererseits auch so kommen, wie ebenfalls bereits im kommunistischen Paradies namens China getestet wurde. Und genau dahin wird die Reise auch hier gehen, nämlich in den NWO-Kommunismus. Wenn man also, wie in China bereits geschehen, die Geldscheine nämlich alle desinfizieren muss, weil darüber auch existierende oder nicht existierende Viren verbreitet werden können, dann kann man auch gleich die bargeldlose Gesellschaft einführen. Oder mehrere Dinge gleichzeitig durchsetzen, wie schon Rockefeller wusste, als er sagte, dass es nur einer großen globalen Krise benötige und die Völker würden die NWO sogar freiwillig annehmen. Schlagzeile: Chinesische Banken desinfizieren Banknoten, um die Verbreitung des Coronavirus zu stoppen. Und die Bevölkerung in Wuhan ist froh und glücklich, dass die liebe Regierung sie vor dem Virus beschützt. Und noch einmal, an dieser Stelle ist es völlig irrelevant, ob ein solcher Virus nun echt ist oder nicht, denn du kannst nicht arbeiten oder einkaufen gehen und es gibt kein Bargeld mehr, weil es einen Coronavirus gibt. Und wie oben ganz kurz angedeutet, ist bei dem ganzen Wirbel um diese Themen, und zwar sowohl in den Massenmedien als auch ganz genauso in den alternativen Medien und Mailverteilern, völlig und total verschwiegen worden, was die Rolle der Saat aus Genesis 3,15, Johannes 8,44 sowie Offenbarung 2,9 und 3,9 oder was die Rolle der ganzen Freimaurerei ist, welches an der Strippe der Erstgenannten hängt. Die Strippenzieher im Hintergrund haben dank dessen mal wieder alles im Griff und ihr Ziel bereits erreicht. Die Berichterstatter, die dummerweise immer noch mit der Bibel auf dem Kriegsfuß stehen, schaden sich auf diese Weise einmal mehr selbst. In der Zwischenzeit können die Noahide-Laws weiter gesponnen werden, ohne dass überhaupt noch jemand davon Notiz nimmt. We don't consent to the floor in the water supply, blinding our third eye and keeping us compliant. We don't consent to the wars you wage every day, bombing innocent children hundreds of miles away. We don't consent to you hiding our true history, or your secret societies keeping it a mystery. Cause you've been lying to all of us for centuries, now it's time we break through your green screen reality. There won't be a rock and turn for y'all are behind it. You're unprepared for the upcoming uprising, and no denying that you've ruled for too long. And we're chipping away at your armor with each song. We use the truth to put an end to the abuse. Once you see what's to come, I wouldn't wanna be in your shoes. You think we're just lambs lining up for the slaughter, but we're here to make your new world have no order. We do not consent. Statement zur Nachrichtenlage und zu alternativen Medien. Wenn die kursierenden Bilder und Audios bezüglich US-Truppenbewegungen in Ramstein Airbase wirklich echt und real sein sollten, und die Chancen dafür sind relativ hoch, denn auch aus Paris kommen Bilder mit Militäreinheiten auf den Straßen und aus den USA höre ich, dass die Nationalgarde aktiviert wurde, dann kommen sie eben nicht, wie so oft behauptet, um den sogenannten Deep State auszuräuchern, sondern um das Kriegsrecht, Ausgangssperren und Quarantänevorschriften gegen das Volk durchzusetzen und gegebenenfalls entstehende Aufstände gleich effektiv unterdrücken zu können. Beachte die Mail vom 1. März. Man stellt einfach die militarisierte Polizei oder sogar einen Panzer auf die Kreuzung und sagt, du kommst hier nicht durch. Personalausweis vorzeigen, wohin wollen Sie und wo kommen Sie her? Was ist der Zweck Ihrer Reise? Wo ist Ihr Impfpass und Ihr Mundschutz? Mögliche vorbereitete Lager sind nicht für die Kriminellen des sogenannten Deep State, sondern für die Leute im Volk, die aus der Reihe tanzen. Vorbild China.
Zuletzt hat diese Defender 2020-Aktion das Schiff-Logo angenommen oder einer von der US-Armee hat das Zeichen im Hintergrund seines Videos gezeigt. Und da gibt es dann tatsächlich Leute, die das noch feiern und gutheißen, weil sie Q und Trump dahinter vermuten und dass diese schon alles richten werden. Man braucht ja nur zu Hause zu sitzen und dem Plan zu vertrauen. Viele Male wurde hier vor Q und Trump gewarnt. Es hat nichts geholfen. Eines Tages werden die Leute feststellen, dass sie heute von den Schiffeinheiten genauso befreit werden wie 1945. Und damals hat das Volk das auch geglaubt. Die Börse stürzt ab. Die Q- und Trump-Fans reden selbst das hübsch. Wahrscheinlich, weil sie zuvor so kabbalistisch eingeweiht worden sind, dass sie dies gar nicht bemerkt haben und daher nun diesen Quatsch glauben. Viele Male wurde hier vor gewissen YouTube-Kanälen gewarnt, doch es wurde nicht gehört. Mit eindrucksvollen Reden und schmeichlerischen Worten führen sie arglose Menschen in die Irre. Wenn die Strippenzieher diese ganze Nummer weiter durchziehen, dann ist am Ende alles, was Klein- und Mittelstand heißt, verschwunden. Es gibt dann nur noch Eigentümer und Sklaven. Die Leute sind sogar schon darauf vorbereitet worden, dass das Internet für kurze Zeit ausfallen könnte. Das war beim arabischen Frühling auch so, wenn ich mich recht erinnere. Aber was soll's? Die Leute glauben, es gehöre zum Plan ihres Messias Q bzw. Trump. Dass die ohnehin schon so aufgesplitterte und zerstreute Menge an sogenannten Aufgewachten meist weit voneinander entfernt wohnt, ermöglicht in dieser Zeit den Männern in den schwarzen Uniformen ganz heimlich still und leise den ein oder anderen Schreihals besuchen zu gehen, ohne dass ein anderer Schreihals auch nur Wind davon bekommt. Nach einem solchen Shutdown könnten dann gute Webseiten, Blogs und YouTube-Kanäle zufälligerweise nicht mehr auffindbar sein. Aber das ist jetzt nur Spekulation und die Zeit wird es zeigen. Der Rest der Wahl- und Zahlschafe ist währenddessen nur noch ein ängstliches Opfer von traumabasierter Gedankenkontrolle. TV programmiert Menschheit. Diese Menschen haben die 7x24 Stunden Dauerpropaganda aus den elektrischen Toiletten in ihren Wohnzimmern, genannt Fernseher, mittlerweile geschluckt. Sie glauben, da gäbe es einen ansteckenden Virus, weil ihnen niemand etwas vom vierten biologischen Naturgesetz erzählt hat. Aufgrund ihres Virusglaubens, der durch die Schulmedizinreligion induziert wurde, lassen sie es nun zu, dass ihr gewohntes Leben abgeschafft wird. Ihre Religion schreibt ihnen jetzt vor, dass sie sich nicht mehr umarmen und die Hand schütteln dürfen, dass sie nicht mehr zur Arbeit, nicht mehr ins Fitnessstudio, nicht mehr wo auch immer hingehen dürfen und nicht raus auf die Straße dürfen, sondern besser im Haus bleiben, weil Viren wahrscheinlich nur draußen sind und nicht durch Haustüren hineinkommen. Schöne neue Welt, 2020. Im Hintergrund läuft nun ein Video, in welchem der Nachrichtensender ABC beim Lügen erwischt wurde. Auch in Deutschland gab es so einige solcher Fälle. Die Bilder, die wir hier sehen, wurden dem Zuschauer als Krieg in Syrien verkauft, obwohl sich später herausstellte, dass es eine Waffenshow in Kentucky war und sogar die Zuschauer sind auf dem Originalvideo zu sehen. Davor haben wir in aller Kürze 5 Patente zur Manipulation des menschlichen Nervensystems, der Gehirnwellen und des menschlichen Bewusstseins gesehen.
Es geht mir hier mit diesem kleinen Einschub nur kurz darum, zu zeigen, was es mit dem TV-Gerät auf sich hat. Glaube es oder lasse es bleiben. Biblisch formuliert werden durch das TV-Gerät Zaubersprüche auf die Zuschauer gegeben, wodurch diese wie in einen Bann geraten. Die Menschen werden durch das TV programmiert. Deshalb TV-Programm, Radioprogramm und so weiter. Deswegen sagte ich vorhin Begriffe wie TV-induzierte Massenhypnose und traumabasierte Gedankenkontrolle. Doch diese Begriffe sowie die Stichwörter MK-Ultra und psychologische Kriegsführung müssen selbstständig recherchiert werden. Sounds a little familiar, doesn't it, with the Hollywood of today, that it kind of lures us in with its impressiveness and its beauty, and that really it's Jezebel's net, and people are being sacrificed into it. People give their all to be in it, and people get brainwashed by it, and they lose themselves to it. And people sacrifice so much of their time, so much of their life to Hollywood. It's exactly the same thing. The amount, the sheer amount that Hollywood and the mainstream media have changed people, have distracted people, have changed their lives, have made people more self-engrossed, encourage self-worship. They have, it's amazing how much television has changed this world, has changed so many cultures and corrupted so many cultures across the whole world, all from that one place, casting its spell over the viewers. Von der sanften Übernahme der Welt. Wir werden eine Weltregierung haben, ob wir es gut finden oder nicht. Die Frage ist nur, ob die Weltregierung durch Zustimmung oder Eroberung erreicht wird. Aktuell läuft sie durch Zustimmung. Wie man sehen kann, stehen die Völker der Welt unter dem Bann von 7x24 Stunden Dauerpropaganda und Zaubersprüchen aus ihren TVs, Radios und Zeitungen. TV-Programm hat die Menschen programmiert. So laufen diese Menschen nun alle wie gleichgeschaltet durch die Gegend. Wobei sie so viel ja doch nicht mehr laufen, denn schaut man aus dem Fenster, so sieht es so aus, als ob die Herde von der Weide geholt und in den Stall gestellt worden ist. Die Herde hört ganz toll auf die Vorgaben der Regierung und setzt alles um, was ihnen gesagt wurde, egal wie absurd es ist. Es herrscht Zustimmung. Vater Staat hat es gesagt. Du sollst niemanden Vater nennen außer den im Himmel. Die Herde hat einfach sehr schlechte Hirten. Event 201 fand Ende 2019 statt. Es war eine Pandemieübung. Am 18. Oktober 2019, also nur rund 6 Wochen vor dem ersten offiziell vermeldeten Krankheitsfall in China, fand also eine Pandemieübung statt. Zufall? Frau Merkel hielt am 7. September eine Rede in Wuhan. Zufall? Die Bill und Melinda Gates Stiftung und ist größter privater Geldgeber der WHO. Zufall?
Event 201 wurde finanziert von der Bill und Melinda Gates Stiftung und wurde veranstaltet von der John Hopkins Universität. Und selbige Universität ist es auch, die zumindest den N24 Weltnachrichten zufolge die Zahlen und Statistiken für die aktuell Erkrankten liefert. Auch die Radionachrichten geben regelmäßig bekannt, dass die Zahlen von der John Hopkins Universität geliefert werden. Zufall? Bill Gates sprach 2019 in der neuen Netflix-Produktion namens Pandemic über Coronaviren. Zufall? Zuvor war Bill Gates am Freitag, den 13.03. bei Microsoft vom Board of Directors zurückgetreten. Angeblich hat auch Donald Trump dann da drüben den Ausnahmezustand am Freitag, den 13.03. um angeblich 3.33 Uhr vermeldet, was ich jedoch bisher nicht schriftlich finden konnte. Ja? Wie auch immer. Zuvor war Bill Gates am Freitag, den 13.03. bei Microsoft vom Board of Directors zurückgetreten, um sich, Zitat, philanthropischen Prioritäten wie zum Beispiel der globalen Gesundheit kümmern zu können. Zitat Ende. Man fragt sich, was so ein Computerfreak auf einmal im Gesundheitswesen zu tun hat. Nun ja, wer das Patent für den Coronavirus hat, der hat auch ein Gegenmittel, die Impfung. In den USA wird dieses Jahr ein Zensus durchgeführt. Ein neues Identifizierungssystem wird es auch geben. Es heißt ID 2020, passend zum aktuellen Jahr 2020. Es kann durch Impfungen implementiert werden und beinhaltet ein biometrisches Routenkontrollsystem oder Tracking-System. Kühe haben sowas in ihren Ohren. Aktuell laufen die beschlossenen Maßnahmen angeblich nur bis 19. April 2020, jedenfalls hier in der Gegend. Bedenke, der Ausnahmezustand wegen der Gelbwesten in Frankreich hält bis heute an. Erst danach, nach dem bis heute bekannten 19. April, wird man wirklich mehr wissen, es sei denn, es passiert im April ein großes Event, wie zum Beispiel ein großes Erdbeben in den USA, denn die neue Ordnung soll schließlich aus dem Chaos entstehen, wie die Freimaurer das seit langer Zeit in ihren Symbolen zeigen. Ordo ab Chao. Allerdings, und das möchte ich jetzt hier in diesem Zusammenhang auch mal klipp und klar sagen, allerdings könnte diese Übung Event 201 auch beendet werden, beziehungsweise diese Übung, die hier live geschaltet worden zu sein scheint. Ja? Es scheint so, als ob man da dieses Event 201 veranstaltet hat als Übung, dann hat man das irgendwie hier in die Realität rübergebracht, man merkt, oh, das funktioniert ja wunderbar, die Leute schlucken das und aus dieser Übung wird auf einmal der Ernstfall. Die Generalprobe ist zur Vorstellung geworden. Ja? Und deswegen, man kann hier auch jederzeit offiziell vermelden, dass das Virus eingedämmt und erfolgreich besiegt worden ist. Denn dann wird die Bevölkerung glauben, dass die ergriffenen Maßnahmen gut, richtig und erfolgreich waren, sodass sie beim nächsten Mal noch sehr viel williger dabei sein werden, wenn der nächste sogenannte Virusausbruch kommt. So, dann hat man immer gedacht, dass das vielleicht mit Krieg und so weiter umgesetzt werden wird. Doch, ja, jetzt ist es halt ein Virus, durch den die ganzen Maßnahmen durchgeknüppelt werden können. Worauf ich hinaus möchte, das ist der Grund, weshalb ich dir das Video hier noch die sanfte Übernahme der Welt genannt habe. Denn bisher ist kein Tropfen Blut geflossen. Bisher ist nicht eine Kugel verschossen worden und trotzdem hat sich die ganze Welt geändert. Ja? Also nochmal, was wir hier sehen, ist die sanfte Übernahme der Welt. Bis dato sieht es so aus, als ob man von der Übung bzw. Testphase direkt in die heiße Phase übergegangen ist. Am 1. März wurde hier geschrieben von einem Beta-Test bzw. von einer Generalprobe. Doch da diese Generalprobe aufgrund obiger Zustimmung so gut läuft, macht man aus der Probe direkt die Hauptvorstellung. Das System, das Stück, das auf dieser Weltbühne gerade läuft, heißt Implementierung der neuen Weltordnung. Paradigmenwechsel. Von 9/11 und dem Krieg gegen den Terror zu Corona und dem Krieg gegen Viren. Der unsichtbare Feind.
I want to assure the American people that we're doing everything we can each day to confront and ultimately defeat this horrible, invisible enemy. We're at war. In a true sense, we're at war. And we're fighting an invisible enemy. Think of that. Die Zeit vor den Anschlägen, die Zeit nach den Anschlägen. Die Zeit vor dem Virus, die Zeit nach dem Virus. Es wird nie wieder so sein wie vorher. Wer aus der Reihe tanzt, sich nicht an Social Distancing hält oder positiv getestet wird, der wird weggepackt werden. Und die Leute werden das gutheißen, denn schließlich war der Typ ja auch infiziert. Wer aufbegehrt, der wird erstmal positiv getestet und anschließend ebenso weggepackt. Wer nicht systemkonforme Gedanken äußert, wird zumindest verdächtigt. Die Polizei überprüft das Social Distancing, das Militär hilft, die Tests zu verteilen und auszuführen. Kriegsrecht, Quarantäne wird zum Dauerzustand. Die Einführung dieser neuen Weltordnung durch Gewalt und Krieg hätte bewirkt, dass die Völker der Welt ganz genau gewusst hätten, wie diese Ordnung entstanden ist. In diesem Falle nämlich mit roher Gewalt. Aktuell läuft es jedoch ganz anders. Da man die Völker der Welt während der letzten Jahrzehnte durch psychologische Kriegsführung wie MK-Ultra hochprofessionell und wissenschaftlich bearbeitet hat, durch die Nachrichten und Talkshows in TV, Radio und Zeitungen, sind die Völker so geistig weichgekocht worden, dass sie jetzt nun mal gar sind und stückchenweise seziert werden. Gar sind ebenso diejenigen, die immer noch auf Q und Trump hoffen. Wenn den Q-Fans eines Tages ein Licht aufgeht, dann wird es wohl leider so einige Konfliktschocks geben. Doch wenn sie merken, dass sie Opfer psychologischer Kriegsführung geworden sind, dann wird es zu spät sein. Kehrt um. Nationalstaatliches Denken, genauso wie handelsrechtliches Denken, hilft bei der Entwirrung der Situation nicht weiter. Denn es sind die Freimaurer, die diese Nummer durchziehen. Und das sind nun mal Satanisten. Was wollt ihr dem entgegensetzen? Nun noch einige abschließende Worte. Nach bestem Wissen und Gewissen mit Stand 10. April 2020. Die Entwicklungen der letzten Tage sagen mir, dass die heiße Phase weiterläuft. In den USA mehren sich nun Bilder aus unterschiedlichsten Bundesstaaten, dass Militär aufgefahren wird. Da man Viren nicht erschießen kann und diese Fahrzeuge nicht unbedingt nach Rotkreuzfahrzeugen aussehen, sieht es für mich so aus, als ob der Polizei- und Überwachungsstaat weiter aufgebaut wird. Man fährt doch kein Militär auf, um eine Erkältung bzw. eine leichte Grippe zu bekämpfen. Die Leute haben die Straßen widerstandslos geräumt. Eine sanfte Übernahme aufgrund von Zustimmung, wie bereits gesagt. Durch das Verlassen der Straßen haben sich nun die Grenzen verschoben, und zwar an die Haustüren der Leute. They told you straight up. Listen to his own words. Practitioners, doctors, nurses, community workers working with communities to detect cases at community level. And the most likely person to become a case is someone who's been a significant contact of another case. And at the moment, in most parts of the world, due to lockdown, most of the transmission that's actually happening in many countries now is happening in the household, at family level. In some senses, transmission has been taken off the streets and pushed back into family units. Now we need to go and look in families to find those people who may be sick and remove them and isolate them in a safe and dignified manner. So that's what I was saying previously about. Auf der Webseite vom New England Journal der Medizin schreibt Dr. Fauci, der medizinische Berater für Donald Trump, dass die klinischen Konsequenzen aus Covid-19 denen einer saisonalen Grippe ähneln, die eine Sterblichkeitsrate von 0,1% hat. 0,1%. Selbiger Dr. Fauci ist es allerdings auch, der vor laufenden Kameras gesagt hat, dass die ergriffenen Maßnahmen ausgebaut werden müssen. Wahnsinn! Doppelzüngigkeit und Heuchelei. Die Sterblichkeitsrate bei vielen anderen Krankheiten liegt deutlich höher, doch schließt man deswegen noch lange nicht die gesamte Welt ab. Übrigens, das, was da in den USA gerade vor sich geht, ist der perfekte Weg, das amerikanische Volk zu entwaffnen. Wenn der Panzer und die Irakkrieg erfahrene Infanterie vor der Tür steht, dann hilft die Pumpgun im Keller auch nicht mehr weiter.
Das Erste, was Kommunisten tun, wenn sie an die Macht gelangen, ist, das Volk zu entwaffnen. Kriegsrecht, Quarantäne, Polizeistaat, Impfungen und bargeldlose Gesellschaft ist also das, was ich kommen sehe. Die Tatsache, dass die Weltwirtschaft gerade einen riesigen Schaden davonträgt, ist offensichtlich. Wenn die Regierungen dieser Welt aktuell Finanzspritzen beschließen, dann mag das kurzfristig etwas helfen, doch es wird dadurch auch die Geldmenge beträchtlich erhöht, was mittel- und langfristig nur eins bedeuten kann: Inflation. Dann noch zu Berichten, die besagen, dass die Todesfälle durch 5G verursacht werden. Ich denke nicht, dass solche Aussagen korrekt sind. Erstens ist schon lange rausgekommen, dass die Zahlen über die sogenannten Todesfälle durch Covid völlig übertrieben sind. In Italien waren es 88%. Und zweitens sind die Gestorbenen mit Covid-19 gestorben, aber nicht aufgrund von Covid-19. Und drittens ist 5G in den meisten Gegenden der Welt noch gar nicht live bzw. scharf geschaltet worden. Trotzdem möchte ich noch etwas zum kommenden 5G sagen. Die Symptome, die unter Einfluss von 5G auftreten, sind denen einer Grippe ähnlich. Aha. Das ist enorm wichtig. Begreife das. Denn was hier passiert, ist im Prinzip Folgendes. Man schiebt jetzt alle diese Symptome, Krankheitsfälle und Todesfälle auf Covid-19. Das brennt sich jetzt gerade sozusagen ins Massenbewusstsein ein. Wenn dann eines Tages in der Zukunft 5G tatsächlich richtig freigeschaltet wird und die Leute dann aufgrund von 5G wieder mit sogenannten grippeähnlichen Symptomen zum Arzt gehen, wird sich jeder daran erinnern. Das muss Covid-19 sein. Hier passiert momentan also gewissermaßen ein prophylaktisches Lügen, um zukünftig von 5G ablenken und alles auf Covid schieben zu können. Kurz vor Fertigstellung dieses Videos hier wurde mir der Link zu diesem Beitrag hier zugeschickt und ich denke, er ist gut. Weiterhin möchte ich in diesem Zusammenhang auf den YouTube-Kanal The Fullerton Informer hinweisen, der vor rund 2 Jahren bereits davon redete, dass eines Tages ein Disease X, also eine Krankheit X, auftauchen könnte. Der Mann ist echt gut und betreibt mehrere Webseiten, die er zwischendurch immer wieder mal nennt. Ich komme hier nun mit meinem Statement zur aktuellen Weltlage so langsam zu einem Ende. Ob ich weiß, wie es weitergeht? Nein. Zumindest weiß ich nicht, was im Einzelnen noch so alles passieren wird. Aber ich denke, der grobe Fahrplan ist mir relativ gut bekannt. Im Prinzip warte ich mehr oder minder auf die Ausrufung eines Weltstaats und die Inthronisierung eines Königs, Kaisers, Präsidenten, Kanzlers oder welchen Titel auch immer man ihm dann geben wird. Und es würde mich nicht wundern, wenn die Welt dann in 10 Regionen aufgeteilt werden würde. Vielleicht ist ja die WHO bereits jetzt so eine Art von Weltregierung, oder? Wenn du etwas nicht richtig verstehst, dann folge der Spur des Geldes. So wie während der Anschläge in New York mal ganz nebenbei rund 2,3 Billionen Dollar verschwunden sind, so ist auch das, was hier und heute passiert, im Prinzip der größte Bankraub der Menschheitsgeschichte. Einhergehend mit der größten Freiheitsberaubung aller Zeiten. Und nicht vergessen, jeder Krieg ist der Trick reicher Männer. I'm in the position to be in your head for a minute. I thought I mentioned how politicians is just in it for riches. He blue collar for 40 years and yet he can't get pension. But it's 52 million a day on some fake space missions. Money's in the wrong position, wrong pockets and purses. Actually, what the fact is that money is truly worthless. The purpose of printing money is to put you deeper in debt to it. Lower class could spend their whole lives trying to get to it. And not profit 2 cents as if loot be elusive. Tragical, you can lose when it happens to be reducing. I'm guessing that my conclusion, money make us act stupid. They divide with it, conquer it, then continue to rule with it. Cool as a cucumber, but we hungry like some hostages. They live in paradise, why they keep us where the monsters live. Called the metropolis, and debt keeps it operative. And the money is generated solely by the populace. We spent our whole damn lives trapped in the banksters' paradise. Keep spending our whole life living in the banksters' paradise. We spent our whole damn lives trapped in the banksters' paradise.
living this way, cause they're taking my freedom from me. It ain't gonna be so funny when you find out the fact that you're meant to be on the bottom. They designed it like that. Many people refuse to bleed, but it's actually all for real, and the truth is there to see on the back of the dollar bill. It's a pyramid with an all-seeing eye at the top, letting you know that you're a slave whether you like it or not. They make the rules and we're the ones that must obey. It's not a mystery. We're kept in the dark and we're kept away from our true history. The system we live in uses humans to harvest energy. So basically the Matrix is really a documentary. Facts. They live, we sleep, and they love to fuck us over. Bang, bang, skeet, skeet. They take over your mind and they control you with their lies. I just want you to open up your eyes. Tell me why are we so blind to see that there's no such thing as freedom when none of us are free? Tell me why are we so blind? Bangster!